Wenn sich zwei Giganten des Monsterkinos auf die Schnauzen hauen, dann brauche ich zwei Giganten der Monsterexpertise, um darüber zu diskutieren. Und deswegen rede ich heute mit zwei ganz fantastischen Gästen über Kong oder Godzilla vs. Kong. Ja, hallo und monströs herzlich willkommen zu einem kleinen Spezialgespräch hier bei Kino Plus. Und ich weiß gar nicht, wie ich meine Begeisterung in Worte fassen soll oder wen ich jetzt weniger gerecht werde, mit wem ich am Anfang soll. Ja, weil ich habe hier zwei fantastische Gäste hocken und es ist zu hart. Ich hätte die eigentlich beide gerne jeweils in einer eigenen Sendung gehabt, so, ja, weil ich glaube, man kann mit beiden, und ich habe mit dem einen schon gesprochen, ja, über 80 Minuten, man kann mit beiden so viel und so herrlich abnörden. Und jetzt habe ich sie beide gleichzeitig hier in einer Sendung und es wird mir wirklich schwer fallen, auf wen ich mich eher konzentrieren muss. Aber ich freue mich wahnsinnig, zum einen am Bildschirm Oliver Kalkofe begrüßen zu dürfen. Live aus Berlin zugeschaltet. Und darüber hinaus, ja, bin ich wirklich, wirklich wahnsinnig erfreut darüber, Jörg Buttgereit hier im Studio sitzen zu haben. Auch ein Mann, der mich wirklich die Hälfte meines Lebens, glaube ich, meines Filmlebens, ja, begleitet. Ich habe so viele Sachen schon von dir gesehen. Ich hoffe, wir werden noch mal eine eigene Sendung mit dir machen können, wo wir mal über all deinen ganzen Kram, der ja die Sittenwächter, ja, auf die Palme gebracht hat, ja, aber dann halt inzwischen auch zur Kunst erklärt wurde, noch mal durchgehen können und besprechen können. Aber ich glaube, wir müssen uns heute einfach reduzieren, weil sonst wird's zu ausschweifend und sonst zu exzessiv. Ja, denn heute soll's vor allem darum gehen, ja, was wir von Godzilla vs. Kong halten und vor allem aber auch so ein bisschen drumherum, ne? Also es soll hier die volle Nerdpackung in Sachen Godzilla und King Kong geben. Und ja, ich glaube, dafür habe ich die zwei besten Menschen zusammenführen können, die mir hier in diesem Bereich helfen können. So, und damit wir eigentlich, ja, mal so ein bisschen Einblick und ein bisschen, sag ich mal, wie soll man sagen, einen Einstieg auch für die Leute, die halt überhaupt keine Ahnung von Godzilla finden, würde ich mal gerne erstmal abfragen, wie waren so eure ersten Berührungspunkte? Also wie seid ihr zu dieser Echse gekommen, beziehungsweise zu dem Affen? Ich vermute, es war fast wie bei mir, dass der Affe schon erst in der Wahrnehmung da war und dann erst Godzilla. Aber das könnt ihr gerne. Jörg, bitte. Also bei mir ist es so, dass ich im zarten Alter von 4 Jahren mit meinem Vater immer in Berlin-Schöneberg in Bezirkskinos an den Wochenenden gegangen bin. Und da liefen sogenannte Jugendvorstellungen. Samstags um 16.15 Uhr und sonntags um 13.30 Uhr. Und in diesen Jugendvorstellungen liefen eigentlich nur Horror- und Monsterfilme. Das waren Filme für die Jugend. Nun gibt es ja tatsächlich auch Filme, Godzilla-Filme, die für Jugendliche gemacht sind, aber es gibt auch welche, die für Erwachsene gemacht sind. Da kommen wir ja vielleicht später noch zu. Also, das heißt, ich habe so im Alter von 4, 5 Jahren erstmal einen Film gesehen, der Godzilla, der Drache aus dem Dschungel hieß, aber gar kein Godzilla-Film war, sondern ein Gamera-Film, in dem Gamera in Barugon umgetauft wurde und Baragon in Godzilla. Okay. Das geht gleich richtig nerdig los. Okay, okay, war das ein japanischer Monsterfilm mit einer atomaren Riesenschildkröte, die sich dem Namen Godzilla einfach mal geborgt hat. Dann aber mit Segen von Toho? Oder? Nö. Damals waren die deutschen Verleiher, damals war das Konstantin-Film, das war noch nicht die Konstantin-Film, die Bernd Eichinger später geführt hat, sondern noch, glaub, nur, wirklich nur eine Verleihfirma. Und die haben einfach, die dachten eine Zeit lang, okay, der Name Godzilla ist nicht so zugkräftig, dann nennen wir die Filme doch Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster. Und als dann der Gamera-Film rauskommt, dachten sie, ach, Gamera kennt doch Kinder, nennen wir sie doch Godzilla, der Drache aus dem Dschungel. Später für den Fernsehen wurde der dann umgetitelt in den wunderbar lyrischen Titel Panik, Dinosaurier bedrohen die Welt. Ja. Also nicht Panik-Dinosaurier, sondern Panik minus Dinosaurier. Das war dann so diese, ja, Jurassic Park und so. Da wollte man sich eher auf die Saurier versteifen. Also das heißt, ich bin als Kind in diese Filme gegangen. Zuerst mit meinem Vater, weil die Jugendvorstellungen waren erst ab 6 Jahren. Und da habe ich dann
ja, auf großer Leinwand diese Filme hier sehen. Im Fernsehen gab es so eine Sachen ja nicht. Und den King Kong, den gab es tatsächlich irgendwann mal nachts im Fernsehen. Da habe ich meinen Vater dann wirklich gezwungen, mich nachts um 23 Uhr zu wecken, trotzdem ich am nächsten Tag Schule hatte, damit ich mir King Kong und die weiße Frau, so hieß der im Fernsehen ja damals, ansehen durfte. Der erste Führungstitel von King Kong und die weiße Frau ist übrigens die Fabel von King Kong. Da ist noch nicht diese etwas obskure, ja, die weiße Frau und so, dürfte man ja heute wahrscheinlich nicht mehr so machen. Glaube ich auch nicht. Nee, hat so einen politisch unkorrekten Unterton, aber so habe ich den damals gesehen. Und ja, King Kong war natürlich ein, ich erzähle einfach mal weiter. Ja, ja, erzähl mal. Ne? King Kong war ja ein Stop-Motion-Film. Das heißt, ein Film, in dem der Riesenaffe und die Saurier, mit denen er kämpft, per Stopptrick mit kleinen Puppen animiert wurden. Und Eiji Tsuburaya, der Spezialeffektschöpfer der Toho, der also den ersten Godzilla-Film konzipiert hat, der war von King Kong so begeistert, als der Film in den 50er Jahren eine Wiederaufführung in Japan hatte, dass er auch einen Monsterfilm machen wollte. Er hat dann auch versucht, diese Stop-Motion-Stopptrick-Technik anzuwenden, hat aber gemerkt, das dauert Jahre und hat dann die gloriose Idee gehabt, einen Mann, Haruo Nakajima, in ein Gummi-Latex-Godzilla-Kostüm zu stecken und ihn über Miniaturstädte walzen zu lassen. Und das hat er dann halt in Zeitlupe gefilmt und so schon war Suitmation erfunden. Und ja, das war der große Unterschied, der mir als Kind natürlich irgendwie bewusst war, aber mit 4, 5 Jahren, ich bin ins Kino gegangen, hab Godzilla gesehen oder Gamera, der sich Godzilla nannte, und ich hab dir geglaubt einfach, oder? Ey, also bei dir war es auch diese, also das kann ich jetzt auch einmal kurz vorweggehen. Bei mir war es halt auch diese Zerstörung. Ich habe diese Zerstörung wirklich geglaubt. Ja, also ich fand das einfach irgendwie faszinierend und irgendwie die Fantasie, dass die sich da irgendwas aufbauen, lebensgroß, und irgendwas draufstiefeln lassen, irgendwie damit es kaputt geht, nur damit es kaputt geht, fand ich großartig. Wie war das bei dir, Olli? Ähnlich, also da kommen auch viele Parallelen gleich natürlich zum Vorschein. Bei mir war es auch so, auch Jugendvorstellungen im Kino. Damals zwischen 10 und 15 jede Woche in jedem Film, der irgendwie auch nur angeboten wurde, in Peine. Und bin ich damals groß geworden. Und mein erster Godzilla-Kontakt war Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn. Ja, den haben wir hier stehen. So, und da hatte ich auch überhaupt keine Ahnung, was auf mich zukommt, weil man hatte ja damals eben auch keinerlei Möglichkeiten, irgendetwas herauszufinden. Also zu wissen, man konnte ja nicht im Internet oder in irgendwelchen Büchern oder so nachschauen, jedenfalls im Normalfall nicht. Und Dracula kannte ich, King Kong kannte ich auch aus dem Fernsehen, genau. Und Frankenstein hatte ich auch, die Schwarz-Weiß-Version gesehen, das kannte ich alles und dachte, was passiert da, was ist das für ein seltsames Monster? Und war schon damals total irritiert, weil ja gar kein Frankenstein auftauchte und weil das ja nichts mit Frankenstein zu tun hatte. Und das war ja wirklich diese unfassbare Frechheit, die ja eben schon Jörg erzählt hat, dass damals die Filme einfach umbenannt wurden, wie man gerade Bock hatte. Und alle Monster, weil man in Deutschland eben noch keine Monster kannte, so richtig, ja, sondern nur Frankenstein, Dracula und King Kong. Das waren eigentlich die einzigen Monster, die, sage ich mal, flächendeckend in Deutschland in den Anfang der 70er bekannt waren, hat man das einfach überall raufgehauen. Außer bei Dracula, da weniger, weil da wussten die Leute, okay, der hat spitze Zähne und ist Vampir, das war schon ein bisschen weiter verstanden. Aber King Kong und Frankenstein, das stand einfach für Monster. Das war ein Synonym für Monster. Und ich weiß noch irgendwie Frankensteins Monster aus dem All oder ähnlich, einer der Godzilla-Filme von diesen vielen, wo einfach dann irgendwo in der Synchro wird dann immer so ein Satz eingestreut, dass da irgendwie aus dem Weltall kommen Außerirdische, um die Erde zu bedrohen, und irgendeiner im Hintergrund steht da und sagt so, da steckt bestimmt Frankenstein dahinter. Also in dem besagten Film Frankenstein und die Monster aus dem All ist es tatsächlich eine außerirdische Frau, die sagt, Frankenstein, der Mann, der hinter allem steht. Ja, und so, das habe ich mir gemerkt. Und auch bei Frankensteins Monster und Godzilla Sohn habe ich mir jetzt gerade auch zur Vorbereitung noch mal angeschaut, kommt auch irgendwo so ein Frankenstein-Satz. Ah, das sind wieder die Monster von Frankenstein. Ja, ja, genau. Und weißt du gar nicht warum. Und jedenfalls, da habe ich Godzilla dann kennen und lieben gelernt, obwohl wenn ich es mir heute anschaue, also gerade der Film ja auch schon extrem albern ist, aber damals hat der mich völlig geflasht. Auch aus diesem Grund, da sind riesige Monster, die hauen Sachen kaputt, das hatte ich noch nie zuvor gesehen. Ich habe mir auch keine Gedanken gemacht,
am Anfang, also wie die das machen. Ich war einfach, wow, ich war geflasht, weil man war ja dankbar für alles damals. Und man hat das ja, man kannte das nicht. Und dass da überhaupt, dass ich sowas zu sehen bekam, das war für mich das Größte. Und Godzilla habe ich mich echt schockverliebt. Also ich habe jeden Film gesehen. Godzilla war mein Lieblingsschauspieler in der Zeit. Ich habe jeden, war grandios. Und dann eben auch genauso reingefallen dann auf die Filme mit Godzilla-Titel später, die gar kein Godzilla hatten, wie auch Godzillas Todespranke und weiß nicht was ja alles dann noch kam. Dann später hat man nämlich dann immer Godzilla überall raufgemacht und vor allem dann neben Frankenstein ja auch King Kong, was zu der ganz großen Verwirrung führt, auf die wir hier ja auch noch zu sprechen kommen müssen, dass wenn man sagt Godzilla gegen King Kong oder King Kong gegen Godzilla, den habe ich damals gesehen, dann weiß man nicht, welchen Film man gesehen hat. Also der Film, den ich im Kino damals, der mir als King Kong gegen Godzilla verkauft wurde, war ja im Grunde Godzilla versus Mechagodzilla. Jörg hat ja das richtige T-Shirt dazu an, nämlich gegen den mechanischen Godzilla, der aber bei uns King Kong genannt wurde. Ja, genau. Später auch King Kong, Dämonen aus dem All mit dem anderen Roboter-Riesen-Superhelden-Vieh, was dann mit Godzilla zusammenkämpft. Also absolut irrsinnig. Und dann gab es aber ja trotzdem auch schon aus den 60ern der dritte Godzilla-Film und der erste in Farbe, den wir bei Schläferts veredeln durften. Da war ich so stolz und glücklich. Das war nämlich wirklich King Kong gegen Godzilla, der bei uns allerdings nur hieß, glaube ich, Die Rückkehr des King Kong. Richtig. Und auch kaum im Kino lief. Den habe ich nämlich in meiner Kinozeit nicht gesehen. Der ist erst tatsächlich in den 70er Jahren gekommen. Also tatsächlich ist diese Titelgebung mit King Kong im Filmtitel basiert auf der Annahme oder auf der Tatsache, dass Dino De Laurentiis ja in den 70er Jahren gesagt hat, ich mache ein King Kong Remake, und schon hießen alle Godzilla-Filme King Kong. Nämlich der mit diesem Superhelden-Roboter Jet Jaguar. Ja. Der heißt halt King Kong Dämonen aus dem Weltall von 73, und der nachfolgende Godzilla gegen Mechagodzilla heißt King Kong gegen Godzilla. Ja. Und deswegen, das macht natürlich alle irre, weil jeder erzählt, also keiner weiß, über welchen Film wir immer reden, ja, also das ist so, und die wurden ja eben mehrfach dann auch umgetitelt, also auch jetzt inzwischen auf DVD, dann die sind ja zum Teil mehrfach erschienen in verschiedenen Qualitäten, und aber auch immer wieder mit verschiedenen Titeln, und man hat immer wieder den gleichen, aber auch ein Trick damals im Kino ja überhaupt, weil neben Godzilla war natürlich auch Standard damals alle Louis de Funès-Filme und alle Bud Spencer-Terence Hill-Filme. Und die wurden ja auch einfach mehrfach umgetitelt. Also das heißt, es gab dann die ganzen Louis de Funès-Filme, mal nachdem Oscar erfolgreich war, hier hatten die alle einen Oscar-Titel, dann kriegten sie alle einen Baldwin-Titel, weil Baldwin irgendwie bekannt war. Und später kamen die nochmal alle unter Louis raus. Und auch die Gendarme-Filme waren dann später nochmal Louis-Filme. Und es gibt Baldwin der Sonntagsfahrer auch als Oscar der Zickzackfahrer. Und das ist so krank. Und bei Bud Spencer, Terence Hill ja ebenso, ja. Und gerade die Ernsten, die sie dann einfach nochmal umsynchronisiert haben und denen auch einen neuen Titel gaben, wie Django und die Bande der Gehängten von Terence Hill, der dann Joe der Galgenvogel wurde. Mhm. Und all sowas, da hat man die Zuschauer und mich eben auch einfach immer nur verarscht. Das heißt, man hat die gleichen Filme mehrfach, neues Plakat, neuer Titel. Und man saß dann immer da und dachte, kommt mir irgendwie bekannt vor, irgendwas stimmt hier nicht. Aber man konnte es ja auch nicht wirklich recherchieren und musste das einfach erleiden. Und dadurch hat man viele Filme unter vielen Titeln immer wieder gesehen und ist heute, wenn man gefragt wird, auch meistens dann verwirrt, weil man gar nicht weiß, über welchen man davon eigentlich spricht. Obwohl man bei den Godzilla-Filmen sagen muss, dass die Konstantin-Filme wirklich nie Filme im Titel, Filmtitel im Kino umgetitelt hat. Das heißt, ja, King Kong gegen Godzilla, der Mecha-Godzilla-Film, der lief im Kino immer so, der wurde dann erst später auf DVD, also da war ich sogar noch Kurator dieser DVD. Ich habe gesagt, irgendwie könnte man den Film jetzt endlich mal so nennen, wie er heißt, nämlich Godzilla gegen Mecha-Godzilla. Ja.
Und ich mache auch die ganzen Audiokommentare oft zu den deutschen DVDs von Anolis. Und Anolis hat mir gesagt, dass mittlerweile auch die Toho, also die Produktionsfirma, die die Verleihrechte oder DVD- oder Blu-ray-Rechte nach Deutschland vergibt, dass die mittlerweile darauf bestehen, dass man nicht mehr diese alten Titel nimmt, weil die sich natürlich auch nicht die Finger verbrennen wollen mit King Kong und wer halt im Filmtitel ist. Also heute ist man urheberrechtlich etwas vorsichtiger als damals, aber damals war da... War dieses alles möglich? War dieses Wurst, da haben sie echt alle gemacht, was sie wollten. Aber es stimmt, bei den Godzilla-Filmen hat sich das nicht geändert. Das haben sie bei den anderen dann gemacht. Und das war dann später eigentlich. Als die also jedes Medium hat eigentlich einen neuen Titel evoziert. Ja, Und war dieses Titelwirrwarr mit dafür verantwortlich, dass du dich irgendwann mal hingesetzt hast und hast gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch über die ganze Geschichte? Oder? Also tatsächlich war das so, dass die dass dieser Moment, wo ich mitbekommen habe, Roland Emmerich dreht 1998 ein Godzilla-Remake, da dachte ich mir, jetzt ist die Chance, wo eine breite Öffentlichkeit sich nochmal mit Godzilla beschäftigen wird, und habe dann einen Verlag erst in München gefunden, der das rausgebracht hat. Mittlerweile ist ein Berliner Verlag, der die dritte Auflage jetzt im Oktober rausbringen wird, Japan, die Monsterinsel. Das heißt, damals war mir einfach wichtig, dass diese Filme ja richtig eingeordnet werden und dass man sich nicht so darüber lustig macht. Ich meine, wir erzählen jetzt auch King Kong. Ich meine, man sieht den Reißverschluss. Genau, man sieht den Reißverschluss. Aber wenn man sich gerade die Toho Godzilla-Monsterfilme der 60er und 70er Jahre ansieht, das sind CinemaScope-Farbfilme, Big-Budget-Produktionen für Japan. Und im Vergleich dazu hat der fantastische Film in den USA in der Zeit war in der Regel 4:3 fürs Fernsehen, fürs Autokino, schwarz-weiß und noch schlechtere Effekte. Also zu dem Zeitpunkt, so putzig diese Filme aus heutiger Sicht aussehen, zu dem Zeitpunkt in den 60ern waren die japanischen Godzilla-Filme Weltklasse. Das war einfach ein Standard, wo die Amis nicht mitkamen. Damals waren Monsterfilme noch keine Massenkultur wie heute. Wenn man sich heute eben den neuen Godzilla vs. Kong ansieht, dieser Film hat wahrscheinlich mehr gekostet als alle 30 Godzilla-Filme bisher. Das muss man sich, und trotzdem, die Amis haben früher für sowas wenig Geld ausgegeben, weil die Leute gingen eh dahin. Im Autokino waren die Leute nur zum Knutschen, nicht zum Filme gucken. Und wenn die japanischen Filme in den USA ausgewertet haben, haben sie in der Regel auch verhunzt, nochmal umgeschnitten. Ja, neue Szenen rein, neue Schauspieler dazu. Genau, oder beim ersten Godzilla, der ja wirklich ein Antikriegsfilm mit einer politischen Message ist, da haben sie dann einfach versucht, die politische Message, weil ihnen die natürlich nicht gefallen hat, weil es ja ums Atombombentrauma der Japaner geht, das haben sie auch kurzerhand rausgeschnipselt. Ne? Also, das fing eigentlich alles sehr ernst an. Und auch der erste Godzilla-Film lief ja in Deutschland in den 50er Jahren an. Aber das hat, wie gesagt, eigentlich nicht so richtig gezündet. Ja, die Jugendlichen kannten den nicht, ne? Der lief damals auch noch nicht im Fernsehen. Das heißt, man konnte Godzilla nur im Kino sehen. Naja, Moment. Ich habe Godzilla tatsächlich natürlich über Sabine Sauer kennengelernt, über ZDF-Kino-Hitparade, weil die hat tatsächlich mal den Godzillas Rückkehr, den 84er. Den hat sie mal vorgestellt gehabt. Und da dachte ich, aber das sind ja schon die 80er. Das sind schon die 80er. Aber ich weiß noch, dass ich im Spätprogramm vom ZDF, meine ich, oder ARD, die hatten mal so eine Monsterreihe. Die hatten dann nämlich so ein paar drei, ZDF vier hatte der fantastische Film, genau. NDR hatte das Gruselkabinett. Und da war dieser, ich vergesse den Namen immer wieder, Frankensteins Höllenbrut, wo diese zwei Yeti-Giganten. Nee, das ist Frankenstein, Zweikampf der Giganten. Zweikampf der Giganten. Der lief da als allererstes. Dann kam der, den Olli gesagt hat. Der aber das sind schon die 80er, ne? Aber da habe ich die halt kennengelernt. Naja, aber da hatte ich die ja schon alle auf Super 8 zu Hause. Also man muss sagen, hier, Frankensteins Monsterjagen Godzillas Sohn war, glaube ich, der erste, der in Super 8 rauskam. Den jüngeren Zuschauern muss man jetzt wahrscheinlich erklären, was ein Super 8-Film ist. Das ist also so ein Schmalfilm. Damals hat Papi Urlaubsfilme auf Super 8 gemacht. Und damit der Projektor nicht nur für Urlaubsfilme da ist, gab es dann plötzlich auch Kino-Hits auf Super 8. Und da gab es eine 20-Minuten-Version von Frankensteins Kampf gegen die Frankensteins Monsterjagen Godzillas Sohn. Und den habe ich mir damals gekauft. Das heißt, der war sozusagen gesichert. Aber da war eben nur so ein Kondensat aus diesem Film. Der hieß dann auch tatsächlich bei dem Medium auch schon anders. Die hieß dann Insel der Ungeheuer.
Aber ich habe natürlich gleich erkannt, das ist doch Godzilla. Frankensteins. Ja. Das muss man vielleicht wirklich mal erklären, dieses Phänomen, weil das weiß ich auch. Also Super 8 eben wirklich als erstes, wo man überhaupt irgendwas sehen konnte, noch bevor VHS erfunden war und man sich das irgendwie leisten konnte. Oder hatte man einen Super 8 Projektor, wo man eben wirklich die Filmrollen selber einlegen konnte. Und es gab nur so ganz, ganz wenige ausgewählte Kinofilme, eben wie gesagt nur in so einer 20-Minuten-Version, weil mehr passte nicht auf die Rolle. Und eine Rolle, muss man sich nur mal vorstellen, kostete so normalerweise um die 149 D-Mark, genau. Also auch 150 Euro, kann man es ja heute schon sagen, für so eine Rolle, für eine 20-Minuten-Fassung, zusammengeschnipselte Reste aus irgendeinem Film. Das konnte man sich überhaupt nicht leisten. Und es hatten nur ganz wenige Menschen und ein Apparat mit Ton sowieso nur ganz selten. Und das war also echt irre. Und dann, deswegen ist man ins Kino gegangen und dann später auf Video. Und das war also so ein Film, hatte damals eben auch eine ganz andere Bedeutung. Und ein Godzilla-Film, wenn ich den jetzt heute gucke, und als ich jetzt gerade Frankensteins Monster jagen Godzilla Sohn wieder gesehen habe, habe ich an so vielen Stellen gedacht, meine Güte, du kannst doch nicht... Auch damals, das warst ja schon du, du kannst doch einige Sachen nicht wirklich ernst genommen haben und da wirklich so toll gefunden haben. Aber das habe ich, ja. Und es war so, dass man einfach so dankbar und begeistert war und man hat im Kopf, ohne das anzuzweifeln, hat man einfach die Lücken selber zusammengesetzt und sich das einfach schön gedacht, sage ich mal. Ja. Also, das heißt, auch bei den, wenn man sich auch alte Serien heute anguckt, was da als Verfolgungsjagd oder als Schlägerei geboten wird, wo man meterweit daneben haut, eine Tür oder ein Holzbrett so angedeutet, an den Kopf kriegt und ohnmächtig zusammenfällt und so, da guckt heute jeder Jugendliche und sagt, was war denn das? Was soll das denn? Was ist, ist der hypnotisiert oder was? Du verstehst ja überhaupt nicht, was das soll. Aber damals war das ganz verständlich. Das war so wie auf dem Theater. Man wusste, es geht ja gar nicht anders. Und auch wenn geschossen wurde und kein Blut und so, das war alles, hat man absolut akzeptiert. Und ich weiß noch, dass auch, wir hatten auch bei Schläferz letztens Invasion aus dem Innern der Erde. Den habe ich als Jugendlicher im Kino gesehen und da gab es Standing Ovations. Da sind die applaudiert, weil da Monster gegen Kung-Fu-Leute gekämpft haben. Und es war so absurder Scheiß, aber man war so begeistert. Und das ist so etwas, was man bei diesen alten Godzilla-Filmen, glaube ich, auch nur schwer noch, sage ich, jüngeren Zuschauern wirklich vermitteln kann, dass das eine, also welche Faszination davon ausging und wie toll das war, so etwas zu sehen, wenn da irgendwelche Leute in Gummianzügen, die wirklich nur so herumwackeln und auch keine richtige Mimik und sonst was, aber trotzdem egal ist, man hat das total geliebt und ernst genommen und heute, wo man alles gewohnt ist, wirklich alles auch zeigen zu können und dass auch alles einfach gezeigt wird, da ist das viel, viel schwerer. Und wenn man sich heute sowas anguckt, kann man das sich, glaube ich, überhaupt nicht mehr vorstellen, was das damals bedeutet hat. Ja, stimmt. Aber ist es nicht vielleicht sogar genau deshalb, weil man heute alles machen kann, finde ich, haben diese Filme, bei denen man sieht, dass die handgemacht sind, dass da wirklich noch jemand schwitzt in einem Latexkostüm, das hat ja viel mehr Wert als irgendwie 50 abgeklärte Programmierer in Nordkorea, die irgendwelche Effekte rechnen, wisst ihr? Also ja, also wo ich Olli vielleicht recht geben würde, ist es, glaube ich, schwieriger, heutzutage Leerstellen zu füllen mit dem eigenen Kopfkino. Mhm. Weil, ja, wie Olli gesagt hat oder wie du auch gesagt hast, man so viel schon zeigen kann, man so viel machen kann. Ja? Also, das ist auch natürlich. Man stellt sich nicht die Frage, sollte ich das zeigen, sondern man sagt, ich will es zeigen. Ich kann das, also mache ich's. Ja. Insofern ist das Remake von Godzilla vs. Kong, wenn man das gegenüberstellt mit dem alten Kingu Kongu Tai Gojira, wäre der Originaltitel oder die Rückkehr des King Kong. Wenn man die gegenüberstellt, da hat man eigentlich beides. Ne? Da hat man den einen Film, wo man eindeutig sieht, da sind Männer in Monsterkostümen in Modelleisenbahnlandschaften. Ja. Und man hat bei dem neuen Film diesen absoluten Realitätsanspruch. Wie würde das aussehen, wenn solche Monster heute in Hongkong durch die Gegend springen? Wie sieht's in der Hohlerde aus? Und es sieht so aus, wahrscheinlich, wie es aussehen würde.
Und das ist der Lustgewinn. Ja. Aber tatsächlich ist das eigentlich ein Missverständnis, das so zu machen. Weil der japanische Monsterfilm ist was anderes. Die haben von vornherein gesagt, was wir hier machen, hat nichts mit Realität zu tun, sondern mit Kunst. Ne? Also, weil denen ist auch klar, dass das irgendwann war die Katze aus dem Sack. Irgendwann, im Nachspann stand auch immer, wir konnten das nicht lesen, weil das alles japanisch war, aber da steht Haru Nakajima, Godzilla, steht da. Also, das gibt, wie am Theater, du hast es erwähnt, wie am Theater, da gibt es eine Vereinbarung. Wir einigen uns darauf, das ist eine Kunstform und die wird bedient. Und jetzt zu sagen, ich meine, sowas hat man sich ja in den 80ern und sonst wann immer angehört. Warum findest du das gut? Das ist doch total unrealistisch. Ja, eben! Und wir kommen aber auch da wieder, das fand ich eben jetzt auch spannend, als ich den gesehen habe. Ich habe vorher auch noch mal zur Vorbereitung. Erstens den wirklichen King Kong gegen Godzilla, also die Rückkehr des King Kong, den wir bei Schläferz hatten, habe ich mir nochmal in unserer Schläferz-Version angeschaut und hatte viel Spaß. Dann habe ich King Kong gegen Godzilla, also gegen Mecha-Godzilla geguckt und Frankensteins Monsterjagd Godzillas Sohn habe ich eben auch nochmal geschaut und dann jetzt den neuen Godzilla vs. Kong, nee, Kong vs. Godzilla, ich weiß jetzt gar nicht. Godzilla vs. Kong, ich komme damit jetzt echt durcheinander. Eins ist dabei aber auch eben auffällig, dass das Problem, was dann allerdings, je besser man das heute machen kann, auch größer wird, ist dann am Ende doch immer irgendwo die Handlung. Und das war, also erstens mal war es auch bei den alten Godzilla-Filmen so, es war ja gar nicht eben das Budget und die Zeit da, die ganze Zeit Godzilla zu zeigen. Man geht aber hin, weil man Godzilla sehen will. Wenn der aber auch nur anderthalb Stunden in Gummi rumläuft, der ist ja auch mimisch und künstlerisch doch beschränkt in seinen Tätigkeiten. Naja, kommt auf den Schauspieler an. Ist es dann auch langweilig und das heißt, man musste immer eine Geschichte darum bauen. Und das war eigentlich immer der Knackpunkt. Also auch schon die alten Originale waren zum Teil ja wirklich unerträglich doof oder langweilig und es passierte halt überhaupt nichts dabei. Und selten gelang es, dass irgendwie die Menschenhandlung drumherum irgendwie so spannend war, dass sie dich auch noch irgendwie aufmerksam gehalten hat. Ansonsten weiß ich, dass ich immer nur im Kino saß und dachte, wann kommt denn jetzt Godzilla? Verdammte Scheiße, ne? Aber man hat auch nicht rausgebraucht aufs Klo, weil die Auftritte von Godzilla auch kurz waren. Und dann wollte man es ja auch nicht verpassen. Aber man sah es da wirklich und hat gewartet und gewartet. Und die Geschichten drumherum waren nie glaubwürdig. Also nein. Oder auch nicht so, dass sie überhaupt spannend oder interessant waren. Also bei dem ersten wirklichen King Kong gegen Godzilla, den wir bei Schläferz hatten, das war wirklich ein hanebüchener Schwachsinn. Und dann wollten sie noch lustig sein und das war nervig. Aber hattet ihr den amerikanischen Cut von dem alten oder den japanischen tatsächlich? Nee, den amerikanischen Cut. Also den, wo auch viel raus. Ich weiß, ich habe noch gelesen. Und da fehlt vor allen Dingen die Filmmusik von Akira Ifukube, was natürlich ein Großteil der Wirkung von Godzilla immer ausgemacht hat. Ja, und aber eben wie gesagt, die Handlung, die immer schon der Schwachpunkt war, und ich finde, das ist das, was bei dem Neuen jetzt noch deutlicher wird, weil da nimmt man das so ernst und da fehlt eben dieser tapsige Charme, ne, den du bei den anderen Dingern hast, und man nimmt das so ernst und erzählt dann aber eben auch einen derartigen Blödsinn da, der dann für mich, also mich in diesem Falle mehr abgeturnt hat. Die Fights haben mich begeistert, weil ich dachte, boah, so habe ich es mir ja eigentlich immer mal erträumt. Also die mal richtig so zu sehen, wie sie sich in die Fresse zimmern, das ist ja ein Traum, das ist ja geil. Also als Kind wäre ich da ja, irre geworden wahrscheinlich, hätte danach wahrscheinlich erstmal ins Sanatorium gemusst. Aber die Handlung hat mir noch mehr wehgetan als bei den alten Godzilla-Filmen. Wenn ich jetzt da nochmal diesen mittleren nehme, nämlich den gegen Mecha-Godzilla, wo zum Beispiel ja die Handlung so absurd ist, nämlich mit diesen Außerirdischen, wo es ja um Außerirdische geht, die, wenn sie dann sterben, die sehen sonst aus wie Menschen und wenn sie sterben, dann sieht man ihre richtige Form und dann sehen sie aus wie grüne Affen. Ja. Wie Gestalten vom Planet der Affen, also Menschenaffen, aber mit in grün. Und dann geht es um irgendeine Skulptur und einmal sitzt ein Mädchen am Strand und singt 3 Minuten ein Lied.
einfach nur für sich, um irgendwie den einen Monstergott wieder zu erwecken. Also es ist Shisha, ne? Shisha. Ja. Aber ich glaube wirklich, diese Handlung, die ist so bescheuert, aber in sich, in diesem bescheuerten Universum, habe ich die angenommen und es war trotzdem irgendwie ein bisschen spannend, weil da eben sagt man, oh, die Außerirdischen kommen dann und so, das willst du wissen, und es ist immer lustig, wenn wieder mal einer stirbt und zum grünen Affen wird und so, das war dann also so doof, dass ich da richtig Spaß dran hatte, wohingegen ich eben jetzt hier bei dem Neuen, wo sie das Ganze so ernsthaft versuchen und wirklich so eine ernsthafte Geschichte, die aber die Charaktere, die Leute sowas von egal sind und dann immer, was sie ja auch bei Godzilla in der frühen Zeit schon irgendwann gemacht haben, dann so dieses, dann müssen noch Kinder mit rein und ein taubstummes Mädchen, das mit King Kong Zeichensprache lernt und so, wo ich immer denke, boah, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu viel. Ich will doch auch hier nur die Monster sehen, das wisst ihr doch inzwischen. Ihr habt es doch auch gelernt. Jetzt seid doch nicht so bescheuert und macht hier einen irrwitzigen Kram noch drumrum, der so bescheuert ist und auch nicht mal wirklich Spaß macht, weil dir die Leute völlig egal sind. Das fand ich, also fiel mir jetzt hier noch mehr auf, als früher, dass du mit den Fähigkeiten, die du heute hast, und damit meine ich nicht nur die technischen, sondern auch die Drehbuchfähigkeiten und das Verständnis für Film, so wie man heute an Charaktere, an Handlungen und so rangeht, ist man meistens früher ja gar nicht rangegangen. Da hat man geschrieben, dann ist einer mal, war tot oder es war Ende und das wurde überhaupt, also auch irgendwelche Fäden zusammenfinden und der Held eine bestimmte Reise macht und sowas, das war geschah in Büchern, aber nicht im Film, das hat gar keinen interessiert. Aber heute weiß man das alles und wenn dann trotzdem so ein Scheiß dabei rauskommt am Ende als Geschichte, dann bin ich da schon enttäuscht. Ich muss kurz zwei Fragen stellen. Ja. Zum einen würde ich gern wissen, damals, also ich meine, klar, wenn wir jetzt heute die Filme von damals schauen, dann sagen wir, dann gucken wir ja schon einen gewissen nostalgischen Blick da drauf. Dann haben wir ja schon eine gewisse Distanz, dann können wir das richtig einordnen und keine Ahnung. Aber glaubt ihr wirklich... Nicht mal, ich glaube, wir können es nicht mal richtig einordnen. Ja, aber erzähl dir gleich mal. Aber glaubt ihr nicht, damals haben die Leute das genauso ernst genommen, die das... Die haben es auch ernst gemeint und ernst gedreht. Ja. Genau, das meine ich nämlich. Ja. Die haben das doch damals auch ernst genommen. Ich glaube nicht, dass die Leute damals auch mit dieser Ironie schon da rangegangen sind, sondern die haben das auch damals, weil es ja eben noch nicht anders gab. Und ich weiß nicht, ich sehe das halt zum Beispiel, weil du hast es vorhin genannt, das gab's irgendwie dann irgendwann später nicht mehr. Ich glaube, es gab schon noch so, auch zum Beispiel in Form von Power Rangers, was, glaube ich, eine neue Generation mit Gummimonstern und Kämpfern und so weiter vertraut gemacht hat. Da gab es ja auch noch mal einen Realfilm, der ja sang- und klanglos untergegangen ist. Aber ich glaube, das gab's schon noch mal in der einen oder anderen Form auch für jüngere Menschen, oder für heutzutage jüngere Menschen. Aber ich denke mir halt, ja, Olli, was du sagst, auf diese Story gesehen, das nehmen die alle viel zu ernst und so weiter. Ich weiß nicht, ob wir nur in der Lage sind, das so zu, also beziehungsweise ob wir nicht einfach, weil wir eben schon in dem Alter sind, in dem wir sind, das so sehen, aber halt jüngere Menschen das vielleicht gar nicht so wahrnehmen, sondern halt schon auch irgendwo den Quatsch akzeptieren, den die da verzapfen, so wie es eben die Menschen damals gemacht haben, als sie die alten Filme gesehen haben, die es schon ernst gemeint haben, also oder nicht? Ich war ja sogar dankbar, dass der Film eigentlich total naiv sich an die alten Regeln gehalten hat. Ich fand das total schön, dass der eigentlich eine 150 Jahre alte Geschichte, nämlich die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne, dass der die recycelt und nicht irgendwelchen komischen, gut, so Internet-Quatsch ist auch drin, Mecha-Godzilla hat ja zu. Nee. Aber ich glaube wirklich, dass es gerade bei den japanischen Filmen und wenn Olli jetzt gerade erzählt über den Godzilla versus Mecha-Godzilla, der fälschlicherweise King Kong gegen Godzilla hier hieß, wenn er die Handlung erzählt, ich würde da eine ganz andere Handlung erzählen. Ich würde von Okinawa erzählen, die von Okinawa, eine Insel, die von Amerikanern besetzt war, auf der ein metallenes Monster wie ein B-52-Bomber steht. Und die Außerirdischen sind eigentlich mit ihren Affengesichten, mit ihren Affengesichtern, die sie ja bekommen, zwar einerseits irgendwie ein Ranwanzen an die Planet der Affen-Serie von damals, aber eigentlich auch die Personifizierung des hässlichen, überheblichen Amerikaners, der die Japaner da unterdrückt. Also dieser Quatsch, kann man sagen, ist auch hochpolitisch, wenn man ihn aus japanischer Sicht sieht. Ja. Und das ist natürlich schwer, ihn hier aus japanischer Sicht zu sehen, weil das ist irgendwo in Japan und diese Gottheit, King Shisa, das ist wirklich, die sieht ein bisschen aus wie so ein Pekinese, genau. Ja. Das ist wirklich eine
so ein Schutzbefohlener von Okinawa. Das ist also eigentlich so, als wenn hier der liebe Gott greift an oder so. Also das hat alles sehr, sehr ernste mythologische, kulturelle Hintergründe, die hier aber völlig verpuffen natürlich in Deutschland. Und wenn sie dennoch eine deutsche Synchro bekommen, ist da nicht mehr viel von übrig. Aber dazu, das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich dieses Buch damals gemacht habe, weil die jetzt in die dritte Auflage geht. Und gerade dieser Film wird da von einem Filmwissenschaftler besprochen. Ich habe das damals auch nicht verstanden, natürlich. Und der hat mir das aber erklärt. Der hat gesagt, man muss unweigerlich an den Abzug der Amerikaner von Okinawa denken, wenn Mechagodzilla da von der Insel, auf der Insel den Kopf abgerissen bekommt und so. Also, klar, das ist immer so, wisst ihr, die Japaner arbeiten ihr Atombombentrauma auf. Und was machen sie? Sie kreieren ein Monster, was total mächtig ist, wo der Name Gott mit im Titel ist, zumindest in der amerikanischen Übersetzung. Und tatsächlich ist es aber ein Mann in einem Gummikostüm. Also, das heißt, der Ursprung ist immer ein seriöser. Und man, wenn man da erstmal sich richtig mit befasst und eben mit dieser Kultur, die dahinter steht, und dann auch noch die Zeit, in der die Filme entstanden sind, berücksichtigt, dann sind die überhaupt nicht mehr zum Lachen. Die sind einfach nur noch schön, die Sachen, ne? Ja. Ja, das ist sowieso, also da sind wir ja, das ist ja sowieso auch eben das Phänomen, dass die meisten Science-Fiction, Fantasy oder auch eben Horrorfilme zu einem ganz großen Teil ja immer eigentlich ein ernstes Thema aufgreifen oder in gewisser Weise auch immer eine Sozialkritik mit da drin haben, die dann, wie ganz richtig gesagt, bei uns vor allem in der Synchro komplett platt gemacht wurde. Ja. Wie sowieso alle Subtexte bei uns schon immer in der Synchro platt gemacht wurden, wie auch zum Beispiel die hundertfachen Aufarbeitungen des Vietnam-Traumas in allen Krimiserien der 80er, die es irgendwie gab und wo das dann immer irgendwie ganz anders gemacht wurde. Oder auch eben, wenn Deutsche vorkamen, die ja dann auch zu Amerikanern, Engländern oder Italienern oder sonst was gemacht wurden. Wenn es irgendwelche Bezüge zum Dritten Reich oder Nazis oder so gab, das wurde in deutschen Synchros damals auch einfach weggebügelt und verändert und so weiter. Klar, das ist genauso und das ist richtig. Die haben früher auch die Filme eben da genauso ernst genommen und sie hatten dann eben auch noch einen Hintergrund. Aber diese zweite Ebene fehlt ja zum Beispiel bei dem heutigen. Und da ist es so, dass es eben deswegen, fand ich, etwas anstrengend war, weil ich da so das Gefühl hatte, ihr baut hier jetzt so verschiedene Welten auf. Also ich habe mich wirklich, weil ich die ganzen Sachen gesehen hatte, und wir hatten ja auch bei Schläferz auch vor kurzem noch Der sechste Kontinent mit Peter Cushing und Doug McClure. Das sind zum Beispiel schlechte Suitmation-Monster im Vergleich zu den japanischen. Ganz, ganz schlechte. Deswegen hat er so viel Spaß gemacht, uns auch. Der war wirklich toll. Und da war das schon so, da geht es ja auch in die Hohlerde quasi rein, nach Peluzzi da. Und dort war es auch genauso unlogisch, wie warum sind da plötzlich Menschen, die Englisch reden. Und einige haben Schweinenasen, die anderen sind so. Und die können das aber lesen und die haben Hypnosevögel und weiß nicht was. Da wurdest du in so eine Welt gestoßen, die du gar nicht verstehen konntest. Aber die man damals, wie gesagt, da hat man einfach alles noch so hingenommen. Heute denke ich eben so, wir wissen ja schon ein bisschen mehr und wir haben auch ein bisschen mehr noch so dramaturgische Kniffe drauf und wir wissen vielleicht auch, wo wir lieber vielleicht nicht übertreiben und wo wir vielleicht etwas ein bisschen besser erklären. Und es war hier so, dass ich in Sachen reingeschmissen wurde, die so viele Irrwitzigkeiten hatten, die ich damals hingenommen habe, aber die du heute, finde ich, nicht mehr ganz so leicht nimmst. Also auch wenn, wenn man spoilert, also dass sie da sie kommen dann ja in Hohlerde, wo eigentlich die Heimat von King Kong sein soll und wo es eben auch Monster und andere seltsame Wesen gibt und dann kommen sie aber halt in das Heim von King Kong wahrscheinlich oder das Haus. Das ist dann eine riesige, ein Berg oder irgendwas, wo sie drin sind, eine Höhle, aber da sind Treppen und Türen und Tore und eine Axt, die gemacht wird und da passen irgendwo, waren die Affen auch handwerklich doch sehr begabt und haben das auch, wenn sie das gar nicht kannten, haben sie aber doch die Stufen und alles, das haben sie alles so gemacht wie bei uns, du hast den Film nicht verstanden. Also ich muss ein bisschen stehen, dass ich aber auch überfordert war, als ich den erste Mal gesehen habe, aber ich habe mich immer gefragt, oh mein Gott,
verstehen die jungen Menschen den Film, die all die 30 Godzilla-Filme vorher nicht gesehen haben, weil der besteht natürlich aus Versatzstücken all dieser Handlungselemente, ne? Und ich glaube, der Film war wahrscheinlich mal 8 Stunden und dann hat irgendein pfiffiger Mann da immer mehr rausgeschnitten, bis der Film dann jetzt eigentlich ein bisschen zu kurz nicht mal 2 Stunden ist. Nicht mal 2 Stunden, eigentlich 45, glaube ich. Ne? Und beim zweiten Mal wurde es besser. Ich habe ihn mittlerweile sogar 3-mal gesehen und habe Jetzt versteht man. Also einer dieser intellektuellen Filme, die man mehrfach sehen muss, damit man. Genau. Also ich würde ihn jetzt nicht als intellektuell, aber ich würde ihn so als der ist so voll von kulturellen Referenzen, dass er eigentlich auch keine stringente Handlung mehr hat. Und die Figuren haben natürlich auch keine Zeit, sich zu entwickeln. Die sind eigentlich Ringrichter, Stichwortgeber. Und also man muss Story-Entwickler so ein bisschen, ne? Also es gibt ja schon die ein oder andere, sag ich mal, naja, wie soll man sagen, die ein oder andere Motivation, die ja von den Menschen auskommt, so, ne? Wie zum Beispiel Kong eben in die Arktis zu bringen, damit er den Eingang da findet oder beziehungsweise den Weg da findet. Selbst das ist ein Verweis auf King Kong Frankensteins Sohn von 67, auch ein japanischer Monsterfilm, absolutes Meisterwerk. Also eigentlich ist fast jede Szene aus Godzilla vs. Kong, du könntest den Film zusammensetzen aus japanischen Monsterfilmen und würdest ihn so wieder hinkriegen. Er würde nicht mehr Sinn machen dadurch, aber ich glaube, das ist eben die Schwierigkeit in diesem selbstreferenziellen Fantasy-Kino heutzutage, dass man schon extrem nerdig oder beflissen sein muss, um das so hinzunehmen oder, wie Olli, nicht mehr zu hinterfragen. Ich hinterfrage das nicht mehr. Ich auch. Hohl Erde, wunderbar. Jules Verne, here I come. Ich bin da dankbar für so ein, also, dass jemand diese naive Sichtweise der 15, 16 Jahre noch annimmt und die heute 1:1 überträgt, ohne das großartig aufzumotzen, ne? Ja. Aber das am ist Ende ja auch nicht. Ist dann manchmal auch, weil du die Länge gesagt hast, nur oft auch das Problem, was man dann immer wieder merkt, wenn dann echt, das ist gut möglich, dass es da ja noch irgendwelche Handlungselemente gab, aber das ist ja auch immer ein Problem von vielen Filmen. Auch wenn man Filme kürzt, werden sie manchmal dadurch länger. Also das heißt, es wird so gekürzt, dass man nichts mehr versteht und dass man deswegen dann das Empfinden hat, dass es unglaublich lang und langweilig oder zäh ist, weil man überhaupt nicht mehr hinterherkommt bei den Sachen. Und manchmal hätten dann einfach ein paar Minuten mehr, die einen da das verstehen lassen oder vielleicht eine Art Empathie für die eine oder andere Figur erwecken lässt oder so, dann doch geholfen. Ne? Aber hattest du das Problem jetzt bei dem neuen Film? Weil ich muss sagen, also wenn schon nach 2 Minuten, wenn King Kong da durch diesen Wasserfall guckt und da das kleine taubstumme Mädchen ist und die Affenfigur hochhält, ich krieg eine Gänsehaut. Ehrlich? Ja, weil ich die Geschichte, das ist mir sofort alles klar. Ich brauche diese Figurenexposition nicht mehr. Das habe ich doch schon 20.000 Mal gesehen. Ich verstehe das sofort. Seht euch das an. Weil ich finde das so schön, der Ton geht aus, weil die ist taubstumm und dann macht so boom. Und King Kong beugt sich runter. Also wie gesagt, nach 3-4 Minuten habe ich schon innerlich geschrien, der beste Film der Welt. Es ging mir ähnlich, dass ich nach den ersten Minuten dachte, boah, richtig geil. Und die machen es auch richtig, weil eben genau dieser Anfang, der erzählt in wenigen Momenten das, was du eigentlich nur wissen musst. Und es war auch sehr schön, also das fand ich auch sehr ironisch gemacht, wie King Kong eben aufwacht und sein Morgenritual zu so einem schönen alten amerikanischen Schlager, so ein Country-Song oder was es war, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Aber es war jedenfalls wunderbar. Und das war ein schönes Feeling, was dabei rumkam. Aber dann, sobald als die anderen Figuren und die anderen Menschen auftauchten und die Geschichte dann ich hatte keinen mehr, der mir irgendwie wirklich wichtig war, der mich echt irgendwie interessiert hat. Also am Anfang noch, die Expositionen sind immer so da, egal ob es dieser Podcaster ist, ob es der Wissenschaftler ist, ob es das Mädchen mit der Mutter ist und so weiter oder eben auch aus dem letzten Film das Mädchen, was sich da wieder drum kümmert, die kamen alle und dann wird mit denen irgendwie nichts mehr gemacht und ich fand den Menschenteil, der hat mich bei diesem Teil überhaupt gar nicht mitgenommen und die Fights fand ich großartig und anders, also zum Beispiel, wo ich bei mir so war, dass ich dem Film einfach sauber folgen konnte, war dabei im Vergleich Skull Island der King Kong Film, weil das war so, wo ich sagte, okay, das nehme ich jetzt mit, die sind auf der Insel, ich habe die alle kennengelernt,
die müssen dort überleben. Und da lerne ich ganz viele tolle neue Sachen kennen. Und ich lasse mich einfach auf diese Spannungsgeschichte ein, wer überlebt, wie schaffen sie es, da irgendwie zu entkommen oder eben auch nicht. Das war dann eine einfache Erzählung, wo ich das auch alles einfach so akzeptiert habe. Und hier war es mir einfach zu viel, weil mir an jeder Ecke mir so viele Fragen kamen. Also bei jedem Bild habe ich mir nur Fragen gestellt und dachte, also ihr müsst mir heute wenigstens so ein oder andere Mal behaupten, also wie, oder es irgendwie ein bisschen klarer behaupten oder selbst nur in diesen behaupteten Dingen wie der Erde, mit dieser Hohlerde, drehte sich auch die, alles was vorher gesagt wurde in der nächsten Sekunde fast wieder ad absurdum geführt. Ich konnte da irgendwie nicht mehr folgen und dann hat mir das deswegen irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Da war ich da irgendwie ein wenig raus und ging mir wie früher. Ich wartete nur darauf und dachte, hoffentlich kommen gleich wieder Kong und Godzilla, die will ich sehen. Aber das ist ja eigentlich fast immer so, ne? Es gibt ja kaum Menschen-Szenen, möchte man fast sagen. Das möchte ich auch sagen, weil was ich finde, die anderen Filme, ich meine, wir erinnern uns an hier den Neustart, ja, des Monsterverse oder beziehungsweise den Überhauptstart von Mr. Edwards. Der hat ja sehr viel auf Menschen Wert gelegt und auch sich sehr viel Zeit gelassen, bis Godzilla überhaupt erstmal in Erscheinung getreten ist. Dann hast du den King of the Monsters, den ich persönlich noch ein bisschen mehr mag, weil ich finde, bei King of the Monsters ist noch ein bisschen mehr Ehrerbietung für Godzilla vorhanden. So. Der Film. Der neue Film ist eher auf der Seite von King Kong. Genau, der neue Film ist meiner Ansicht nach mehr ein Kong-Film. Mhm. Ja, was ich auch in Ordnung finde. Ja. Was ich wirklich in Ordnung finde, weil wir hatten erst Skull Island. So. Also wir hatten nur bisher Skull Island. King Kong, Godzilla hatte halt seine beiden anderen Filme schon. Dass Kong vs. Godzilla jetzt mehr so ein Kong-Film ist, finde ich legitim. Denn ich finde, sie schaffen einen schönen Kompromiss mit dem Duell. Das muss ich sagen. Das fand ich sehr schön gelöst. Klar kommt dann jetzt eben noch mal was anderes hinzu, damit man halt auch beide Parteien glücklich nach Hause schickt. Aber ich finde, wenn ein Film, der Godzilla vs. Kong heißt, daherkommt und es schafft, mir halt den Affen noch mal halbwegs sympathisch zu machen in einer Serie, in der ich eigentlich auf jeden Fall auf der Seite von Godzilla bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, so, wo ihr eure Präferenzen habt. Aber wo man auch denkt, naja, Godzilla hat seinen atomaren Strahl, King Kong, die kacken, ne? Genau. Da kann ja einer, was soll da passieren? Aber ich die machen das schon richtig. Und vielleicht muss man auch noch mal dazu sagen, dass ja diese Tagline, die auf dem Plakat steht, im Amerikanischen, ist dann One will fall. Und ich weiß nicht, wie ist es in Deutsch? Einer wird gewinnen oder mit Hans-Joachim Kulenkamp? Also diese Notwendigkeit, einen Gewinner auszurufen, resultiert ja aus der Frustration von dem Film von 1962, wo es eben keinen Sieger gibt. Ja. Und das war damals eben so, weil es ja ein japanischer Monsterfilm war mit dem japanischen Wappentier Godzilla und dem amerikanischen Wappentier King Kong, der mit amerikanischem Geld kofinanziert wurde, wo sozusagen zwei, sagen wir es mal, politisch angespannte Nationen in Form von Monstern aufeinander eindreschen und dabei irgendwie eine recht zwanglose Komödie rausgekommen ist. Das ist ja ein Familienfilm. Das ist tatsächlich eine Komödie. Und damals, ja, King Kong schwimmt weg, Godzilla schwimmt weg und irgendwie, ja, alle waren frustriert damals. Man sich darüber, wer gewonnen hat. Genau. Und eine Zeit lang, es gab damals ja dieses Fanmagazin Famous Monsters of Filmland. Und die haben damals geschrieben, dass in der amerikanischen Version King Kong gewinnt, in der japanischen Godzilla. Aber das stimmte nicht, das war eine Ente. Oder sie haben es ihm falsch erklärt, bevor er den Film gesehen hatte. Jedenfalls war das so ein Mythos, der so ewig da ist. Von daher finde ich, dieser Kniff, der da jetzt drin ist, den wir auch nicht spoilern wollen, dass im Grunde weiß jeder, dass King oder dass Godzilla dominieren wird, aber King Kongs Ehre wird gerettet und ohne King Kong würde Godzilla auch nicht sauber aus der Nummer rauskommen. Yeah. Das ist eigentlich, hätte ich mir nicht besser aussuchen. Ja, ausdenken können. Ich auch sagen. Ein typischer Buddy-Movie, ne? Also genau. So, ja, der Beginn einer großen Freundschaft ist eigentlich. Und genau, richtig. Die sich eigentlich erstmal so auf die Glocke hauen und dann aber ja doch auch Kumpels werden. Irgendwie, ja. Also jedenfalls so ein bisschen, so dass das für einen neuen Teil ist jedenfalls schon mal was hingelegt, dass man so weiß, ach ja, komm, jetzt können sie auch mal wieder aufeinandertreffen, ohne sich gleich an die Glocke zu hauen. Das fand ich auch sehr schön. Und bei dem alten King Kong Godzilla war es ja auch in den 60ern so, dass das ja so ein bisschen, glaube ich, damals auch der Gedanke war, King Kong mehr
zu fördern, weil Godzilla war ja nach dem zweiten Film eher nicht mehr so populär und man dachte sich, okay, dann holen wir jetzt King Kong dazu. Und das war es ja auch mehr so, dass King Kong eigentlich im Vordergrund stand und eigentlich der Gute war, der gegen Godzilla helfen sollte. Und dass dann aber es ja so war, dass gerade dadurch das Comeback von Godzilla eingeläutet wurde und King Kong eigentlich nicht mehr auftauchte, was vielleicht aber auch damit zu tun hatte, dass es, fand ich jedenfalls damals, einer der hässlichsten Affen aller Zeiten war. Der Koloss von Konga hat es nochmal übertroffen, aber die beiden waren so hässliche Riesenaffen, dass, glaube ich, das hatte schon leider, also ich will jetzt nicht Affenshaming machen, aber es ist wirklich schon, da mit denen konntest du halt keine riesige Reihe aufziehen. Godzilla hatte da einfach dann doch mehr Charme und hatte mehr Leinwandpräsenz als dieser wirklich sehr bescheuert guckende, zottige Riesenaffe, der dann da ja auch irgendwie immer noch so ohnmächtig wird, wenn er die falsche Musik hört und wenn er diese seltsamen Hypnose-Tomaten frisst und so. Also das war schon sehr absurd. Aber den von 1967 kennst du aber auch, King Kong Frankensteins Sohn, diesen japanischen. Ja, den kenne ich auch. Ist das, wo dieses Taxi da auf dem Pier entlang zieht? Ist das der? Da fahren sie immer mit. Ja, das ist auch drin. Ja, weil okay. Das ist ja wirklich ich habe ja am Anfang erklärt, dass Tsuburaya, der Effektmann, der Toho, dass der ein totaler King Kong-Fan war und deswegen natürlich auch geehrt war, dass er King Kong benutzen durfte, dass dieser Affenkostüm relativ lächerlich aussieht, das geschenkt, und in King Kong Frankensteins Sohn ist es besser, hat mehr Artikulation, also sieht eigentlich aus wie ein behaarter Homer Simpson, würde man, aber der hat so viel Seele trotzdem, dieser King Kong Frankensteins Sohn King Kong, der ist absolut irre, finde ich. Und, ja, das finde ich gut. Und da sind auch wieder total viele Reminiszenzen in diesem Film zum alten Original King Kong drin. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat, dass in Godzilla vs. Kong, in dem neuen, dass da dieser King Kong-Mythos eigentlich ja nicht großartig bedient wird, ne? Kaum. Also eigentlich ist es King Kong landet im Godzilla-Universum, aber es ist ein amerikanischer Film, der mit viel chinesischem Geld gedreht wurde. Also, das finde ich auch tröstlich an dieser ganzen Monsterverse-Geschichte, dass diese Filme, die ja so sündhaft teuer sind, dass die sich wirklich amortisieren müssen, dass die nicht mehr von uns Nörglien Westlern abhängig sind, sondern dass Asien im Grunde die Dinger schon bezahlt. Und da laufen die auch gut. Und dann darf man freidrehen, meinst du? Ja, so sind solche Filme auf dem Level überhaupt nur möglich. Mit chinesischem Geld, bei aller Kritik an der chinesischen Weltübernahme zukünftig und so. Aber hier ist es so, dass Godzilla vs. Kong, der ja ein Jahr lang in der Corona-Warteschleife lag, dass der einfach mal als in Asien, in China die Pandemiezahlen einigermaßen okay waren, haben die den da gestartet und der hat da richtig reingehauen. Und damit hat sich das schon gerechnet. Weil ich hatte schon ein bisschen Angst, dass das jetzt der letzte Film ist. Und ich habe eigentlich gedacht, okay, jetzt in Amerika ist der ja zeitgleich auf HBO, also online und im Kino gestartet. Und hat trotzdem also das ist 50 Millionen gemacht. Ja, das ist alles eine totale positive Entwicklung für diesen Film, der auch wirklich unter die Corona-Räder hätte geraten können. Ne? Ja. Und dass wir ihn jetzt hier auch noch im Kino sehen können. Also wie gesagt, ich hatte im Februar irgendwie die Gelegenheit, den in einem Kino als Testscreening zu sehen. Und dachte, bin ich jetzt der einzige Mensch, die zu viert waren? Bin ich einer von vier Menschen in Deutschland, die diesen Film auf der großen Leinwand gesehen haben? In Hamburg durfte ich ihn auch gucken. Man ist so dankbar aus dem Kino gekommen. Und das ist natürlich so ein Film als Wiedereinstieg in die Kinos, ist natürlich ein Geschenk, ne? Also ja, irgendwie einen Godard-Film hätte ich mir jetzt nicht gewünscht als Wiedereinstieg ins. Ja, nee, das muss man auch sagen, das ist auch wirklich ein Film, wofür man, wenn ins Kino gehen sollte, also weil das eben einer ist, der von den Bildern und auch vom Sound lebt. Und du hast ja gerade auch als Beispiel gesagt am Anfang, wo eben dann der gewaltige Sound dann wieder gedämpft wird und dann eben nur so ganz unterschwellig da ist und es gleichzeitig dann wieder richtig knallt. Und das muss man sehen auf der großen Leinwand, auch wenn wirklich am Ende ja Hongkong von beiden fast komplett zerlegt wird.
Das macht echt Spaß, wenn man so das Gefühl hat, man ist da mittendrin und wenn auch die ganzen Gebäude und die Monster auch so wenigstens ansatzweise in der Größe erscheinen und man das nicht irgendwie auf dem Tablet oder sonst wie guckt, ja, oder auf dem Tempel, dann bringt das gar nichts. Das muss man wirklich eben mit Ton und mit Bild in der ganzen Größe und Wucht auch erleben. Also die Versuchung ist natürlich da, weil durch diese Verschiebung gerade in Deutschland die absurde Situation eingetreten ist, dass die Blu-rays und DVDs in England schon zu haben sind. Ne? Also ich hab Freunde, die sich den jetzt schon bestellt haben, aber jetzt, wo der Kinostart da ist, lassen die Blu-ray liegen, um ihn im Kino noch mal sehen zu können. Würde ich auch so machen. Wenn ihr jetzt, ich weiß, es fällt euch schwer, aber wir haben schon ziemlich gut geredet, es fällt euch bestimmt schwer, aber trotzdem würde ich euch einmal bitten, wenn ihr jetzt Godzilla vs. Kong in einem Satz zusammenfassen müsstet, nee, ihr müsst es jetzt mal, was würdet ihr sagen, was sagt ihr? In einem Satz, Olli, komm. Ich würde sagen, es ist ein wirklich schönes Kinospektakel, was einen dazu zwingt, auch wieder ein wenig mit den Augen eines Kindes zu sehen, dabei nicht mehr nachzudenken und sich einfach an den großartigen Kampfszenen zwischen den beiden Monstern zu erfreuen und den Rest gar nicht zu sehr zu hinterfragen, sondern einfach mitzunehmen. Aber das, was der Titel verspricht, nämlich Godzilla vs. Kong, das taucht auf und das wird auch zu 100% bedient. Und der Rest, die Rahmenhandlung, wie früher einfach mal ein bisschen, ja, die muss man halt so mit ertragen für zwischendurch. Und dann sollte man sich einfach fallen lassen und zuschauen, wie wirklich die zwei größten Filmmonster aller Zeiten hier mal eine echt richtig geile Bühne geboten bekommen. Also ich hätte früher davon mir sowas nie träumen lassen, dass ich das mal sehen darf. Und heute sitze ich hier und meckere zum Teil darüber. Jörg, ich hoffe, du schaffst es ein bisschen kürzer als Herr Kalkofe. Kann Oliver nur beipflichten, weil es ist wirklich gigantisches Überwältigungskino, möchte ich es mal nennen, wo der Filmtitel wirklich Programm ist. Die Protagonisten sind zwei Monster und nicht die komischen Menschen, die auch mitspielen. Die halt am Rand, die nimmt man halt so mit. Genau. Ja. Aber jetzt, da ich ja euch beiden Experten hier habe, würde ich trotzdem noch einmal gerne zum Schluss so wissen wollen, was sind denn eurer Meinung nach, wo wir jetzt schon, wir haben ja jetzt herausgestellt, dass die Handlung des neuen Films Banane ist, aber tatsächlich irgendwie im Geiste eben der Bananität der alten Filme, ja, und ohne vielleicht einen politischen Subtext zu haben. Das wird man vielleicht in 10, 20, 30 Jahren, wird man das vielleicht sogar nochmal anders sehen. Wenn man sagt, guck mal hier, da ist Amerika und China, ja, und betteln sich über ein Kulturgut der Asiaten und der Amerikaner und was weiß ich. Die Serie fing ja politisch an mit dem Gareth Edwards-Film von 2014, wo ja eindeutig Verweise zu Fukushima drin sind. Ne? Da war ja die atomare Kinderstube von Godzilla war ja vertreten. Ja. Das hat man ein bisschen aus den Augen verloren. Und vielleicht wird man rückblickend auch noch mal sagen, ja, guck mal hier, das ist alles so die Entwicklung davon und die lässt sich halt auch schon mal ableiten. Wer weiß es denn? Mhm. Heutzutage sagen wir, okay, wir sind dankbar, wir sehen hier zwei riesengroße Viecher, die hauen sich nach allen Kräften der Kunst auf die Fresse und das ist super. Aber wenn ihr jetzt so mal eine Story rausnehmen müsstet aus diesen alten Filmen, wo würdet ihr sagen, das war mal wirklich ein echt geiles Ding? Also so quatschig oder so abseitig oder so übertrieben das auch war, aber das war eine richtig gute, durchdachte Story. Also einer meiner Lieblingsfilme von damals ist der Film mit dem irreführenden Titel Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster, wo weder Frankenstein noch Teufelsmonster vorkommen. Der englische Titel trifft es eher, Godzilla vs. the Smog Monster. Ah. Da heißt, da ist ein Umweltverschmutzungsmonster, 1971 gedreht. Japan hat wirklich viel gesaut, viel gedreckt. Ja. Er spielt auch nur in Industrielandschaften. Aus der Sicht eines Kindes wünscht man sich einen Müllmann der Nation her und der ist Godzilla und der verprügelt Hedorah, das Umweltverschmutzungsmonster. Hedo ist das japanische Wort für Ekel, Erbrechen, Übel. Mhm. Das Kotzmonster, könnte man sagen. Ja. Also das ist eigentlich ein Film, den habe ich gesehen und dachte mir, verdammt. Damals gab es hier in Deutschland so Sachen wie Autofreier Samstag und so. Oder Sonntag. Also die Umweltverschmutzung war mir als Kind bewusst. Und ich bin nach dem Film, habe ich das Eis- und Weingummipapier im Kino aufgehoben,
was ich sonst nie gemacht habe vorher, und hab's in den Papierkorb geworfen. Also Godzilla hat mich damals wirklich educated. Ja, das war unser, der größte Lehrer war Godzilla, auch in meiner Kindheit, würde ich sagen. Nee, und ganz lustig, weil ich erinnere mich auch an den Film, dass ich den damals, als ich ihn im Kino gesehen habe, der mich von den Godzilla-Filmen am meisten beeindruckt hat in der Form, dass er mir auch Angst gemacht hat, weil plötzlich ich hier bei dem echt irgendwie merkte, das hat einen realen Bezug. Und wirklich dieses Thema Umweltverschmutzung war damals gerade sehr im Gespräch überall, und man fing da gerade an, sich überhaupt erstmal damit auseinanderzusetzen, weil vorher fand das gar nicht statt. Also das war ein damals neues Thema, mehr oder weniger. Und das weiß ich auch, dass ich den im Kino gesehen habe und ich den auch deswegen als den düstersten und irgendwie ja unangenehmsten fast empfunden habe, der mir aber auch wirklich richtig Angst gemacht hat im Kino damals. Mhm. Wenn ich jetzt heute gucke, ich weiß es nicht, bei den Filmen, wie ich ja schon sagte, finde ich es echt sehr, sehr schwer, mich an die Menschenhandlung da zu gewöhnen. Aber gerade jetzt, weil ich ihn gerade gesehen habe, King Kong gegen Godzilla, also eigentlich Godzilla gegen Mecha-Godzilla, der hat mir echt Spaß gemacht. Der war so doof, und also nicht doof, sondern der hat ja, wie wir eben mitbekommen haben, eigentlich eine sehr tiefe zweite Ebene. Aber in dem, wie es da eben gibt, ist er wirklich so wunderbar hanebüchenalbern, dass der wirklich da meine Freude irgendwie wieder geweckt hat. Und ich würde ihn trotzdem sehr gerne auch als Schläferz sehen, also weil das ist ja eben auch das, wir zeigen zwar da immer die schlechtesten Filme aller Zeiten, wenn wir so sagen wir es, aber das machen wir ja mit Liebe. Und für mich war Godzilla gegen King Kong einer der wunderbarsten Schläferze überhaupt, genauso wie auch der sechste Kontinent oder Invasion aus dem Innern der Erde, weil ich die Filme ja eigentlich liebe und ich die ja toll finde, aber trotzdem heute natürlich sagen muss, Mann, die waren aber auch bescheuert. Also das war auch leider scheiße in ganz vielerlei Hinsicht, aber schön. Ja, das ist ja, kann ja trotzdem wunderbar sein. Und wo sonst würde ein Film so gefeiert werden, dass man da sich kostümiert und nochmal richtig auf alles eingeht? Und deswegen würde ich mir persönlich jetzt gerade sehr den King Kong gegen Godzilla bzw. Mechagodzilla eben wünschen, dass wir den mal als Schläferz kriegen, weil dann hätte ich richtig Spaß dran, den nochmal so aufzuarbeiten und auch Menschen zu präsentieren, die den noch gar nicht gesehen haben. Weil das ist wirklich so, das ist wirklich schöner, bescheuerter Unsinn, der aber irgendwie Freude macht, weil er so beknackt ist. Aber ich fand den schon sehr, sehr geil. Und du kannst jetzt erstmals politischen Subtext mit einfließen lassen bei Schläferz. Okay, gleich nochmal jetzt. Vielleicht, um da nochmal eine Klammer zu machen, dieser Umweltverschmutzungsfilm, Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster, Godzilla vs. the Smog Monster, der ist von einem Regisseur gemacht, der damals nur diesen einen Godzilla-Film drehen durfte. Yoshimitsu Banno heißt der. Den habe ich auch mal interviewt für mein Buch in den Nullerjahren. Der ist übrigens der Mann, der japanische Produzent von dem ersten Monster vs. Godzilla war und der bis heute, also selbst bei Godzilla vs. Kong, trotzdem er schon verstorben ist, als Executive Producer von der Toho mit drunter steht. Also dieser Mann hat viel hinterlassen, weil der schon immer damals gesagt hat, Godzilla muss nach Amerika und das muss größer und so. Und der ist jetzt seit ein paar Jahren tot und die letzten beiden Filme hat er schon ja nicht mehr gesehen, aber er steht immer noch mit drin, weil er an der Entwicklung beteiligt war. Das ist eine tröstliche Sache. Ja, auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt? Ich habe noch eine Sache gehabt. Ist das dann auch der Godzilla versus Mechagodzilla? Ist das der, wo am Anfang so getan wird, als wäre Mechagodzilla Godzilla? Das ist genau, der. Genau. Ne? Da ist Mechagodzilla vorher noch diesen Godzilla-Anzug an. Und dann sieht er irgendwann so aus. Ja, mit den Raketen in den Fingern und so. Genau. Da hatte ich das ja so ein bisschen cool, gehofft. Wenn Außerirdische nicht nur ein Monster aus Metall nachbauen, sondern auch noch das den Gummikostüm. Das ist sehr, sehr cool, muss ich echt sagen. Ja. Hat mir gefallen. Okay, würdet ihr auch sagen, das sind eure jeweiligen Lieblings-Godzilla-Filme? Oder sind die einfach nur von der Story her, sag ich mal, die halt am besten aufgehen? Naja, von der Story her gehen die ja auch nur rudimentär auf. Also der Godzilla vs. Smog Monster galt lange Jahre als schlechtester Godzilla-Film und ich hatte immer
viel Mühe, den zu verteidigen. Mittlerweile sind die Leute, die ihn damals schlecht fanden, oder die Leute, die damals Kinder waren, wie ich, in einem Alter, wo sie selbst Filmkritiker sind, und da findet dann so eine Aufarbeitung statt. Also da kann man sich schwer entscheiden. Ich glaube, die Lieblings-Godzilla-Filme sind immer die, die mit einer emotionalen, mit einer persönlichen Geschichte verbunden sind. Ne? Und es gibt zum Beispiel auch einen Godzilla-Film, der in Deutsch Befehl aus dem Dunkel hieß. Mhm. Der lief total selten damals in den Jugendvorstellungen in Berlin. Und bei einer Vorstellung durfte ich nicht hin, weil ich in Mathe eine 5 geschrieben hatte. Und der lief und lief denn nicht. Das heißt, ich konnte den wirklich dann irgendwann erst als japanische Laserdisc sehen. Und das ist auch ein Film, den ich total liebe, einfach weil ich ihn nie sehen konnte. Ja, okay, ja, das ist der heilige Gral. Also, es hat oft wenig mit den Filmen zu tun, was man als Lieblingsfilm hat. Ne? Das kann ich nur unterstützen, weil das ist wirklich so, also ich könnte jetzt nicht meinen Lieblingsfilm sagen, sondern das sind ja eigentlich immer die Erinnerungen, die damit verknüpft sind. Also Frankensteins Monster jagen, Godzillas Sohn war mein erster, deswegen ist der mir auch echt im Gedächtnis geblieben. Und King Kong gegen Godzilla, also der Mecha-Godzilla, aber der, da ist immer noch, also ich erinnere mich daran, dass ich als Kind da vor eine ganz schwierige Wahl gestellt wurde, weil man war ja auch dankbar, wenn irgendwas im Fernsehen lief, ja. Und ich war 11 oder so und ich wusste, und im Kino, und ich musste mich entscheiden. Und diese unglaublich schwere Wahl, die mich wirklich eine ganze Woche lang beschäftigt hat, was mache ich am Sonntag? Gehe ich ins Kino oder bleibe ich zu Hause? Weil ich musste mich entscheiden zwischen King Kong gegen Godzilla oder im Fernsehen Graf Bobby im Wilden Westen mit Peter Alexander. Da musstest du überlegen. King Kong gegen Godzilla hat natürlich gewonnen, aber damals auch, so schlimm war die Zeit damals, fand man das noch lustig. Also ich fand das lustig und dachte, oh, Wilder Westen und Peter Alexander ist doch so ein Lustiger, und da wollte ich wirklich auch den Film sehen. Ich schäme mich heute auch dafür, dass ich überhaupt überlegt habe. Aber ich habe, aber das Gute hat ja gewonnen. Ich bin zu King Kong gegen Godzilla, aber ich weiß nicht, wie sehr mich das beschäftigt hat, dass ich es heute noch weiß. Und aber was ich interessant finde, ist, dass dir das beide dieser deiner Godzilla-Lieblingsfilme sind von dem gleichen Regisseur, nämlich von dem, der die eigentlich keinen Bock hatte, die Filme zu drehen, Jung Fukuda. Und die Filmmusik ist auch von Masaru Sato, eigentlich auch nicht dem Godzilla-Komponisten. Du scheinst also eher für die leichteren Südsee-Abenteuer, so wie sie unter Fachmännern genannt werden. Nicht die Südsee-Abenteuer-Variante war, die ich toll fand, aber da waren vor allem auch viele Monster dabei. Das fand ich eben auch gut. Ja, ja. Die dann ja eben auf der Insel der Monster viele waren. Und ich erinnere mich auch, und jetzt wird es auch ganz peinlich, dass ich auch einen der wirklich im Grunde eher schlechteren, den ich auch lieben würde und schon seit Jahren versuche, für Schläferz zu bekommen, den ich aber auch als Kind erschreckenderweise ganz, ganz, ganz toll fand, war King Kong, Dämonen aus dem All. Also der aus dem Weltall. Das ist genau der Film davor, gleicher Regisseur, anderer Komponist, aber ansonsten, ja, der ist Wahnsinn. Ja, der ist übrigens in dieser neuen Serie, von der jetzt ja noch oft zu hören sein wird, Godzilla Singular Point bei Netflix, da spielt dieser Roboter Jet Jaguar heißt der eigentlich, der spielt da wieder mit. Den haben sie von 1973 jetzt in die Animation-Szene rübergerettet. Ja, und hier total bescheuert, das muss man auch nur sagen, das war wirklich total bescheuert, aber es war eben damals als Kind, wo ich eben, wie gesagt, bei Invasion aus dem Innern der Erde Standing Ovations mitgegeben habe, war es hier eben auch, weil da eben richtig viel Monsterkloppe war. Und das war dann eben, Godzilla hatte dann plötzlich diesen Roboter, der auch sich so groß machen konnte, als Kumpel. Und die beiden haben dann in Terence Hill und Bud Spencer-Manier die anderen Monster verkloppt, wo dann auch dieser irrsinnige Move von Godzilla ist, dass er sich... Schwanz. Dass er sich auf seinen eigenen Schwanz legt, ja, und dann auf dem Schwanz wie eine Düse nach vorne jagt und mit den Füßen das eine Monster umhaut. Was natürlich komplett bescheuert ist, aber damals Jubelstürme im Kino bei den Kindern mit mir auch hervorgerufen hat, weil das war einfach geil. Also man war mit sehr einfach auch manchmal zu begeistern. Aber das ist auch einer trotzdem, der deswegen, wo ich irgendwie sehr viel dran denke, und den würde ich gerne auch nochmal für Schläferz irgendwann haben, um den nochmal richtig aufzuarbeiten. Der hat auf jeden Fall damals viel Spaß gemacht, obwohl er wirklich sehr, sehr bescheuert ist. Ich glaube, die Japaner, diese Filme, die man so schwer bekommt, sind in der Regel die, wo die Weltrechte noch in Japan liegen. Die Rückkehr des King Kong, der alte, der ist über Amerika nach Deutschland gekommen, die verkaufen den eher dann mal an so
unseriöse Formate, sage ich mal. Die Japaner finden das natürlich, glaube ich, nicht lustig, dass man die zweckentfremdet oder so. Also die nehmen schon, ich durfte ja den Ich muss auch gestehen, als ich gesehen habe, dass ihr die Rückkehr des King Kong bei euch habt, ich habe es mir nicht angesehen. Ich kann über sowas nicht lachen, wenn man sich darüber lustig. Ich finde das nicht lustig. Ja, das hatten wir auch, als wir den He-Man-Film gemacht haben, Masters of the Universe, ja, mit Dolph Lundgren, dass sich da ganz, ganz viele He-Man-Fans echt richtig beschwert haben, dass wir hier einen solchen Kultfilm, dass wir uns darüber lustig machen. Aber ich kann es nur noch mal sagen. Auch bei den He-Man-Fans. Ich kann das ja absolut verstehen, aber man muss ja trotzdem sagen, dass der Film ja trotzdem seine Schwächen hat. Und zwar sehr viele. Ja, also extrem viele, sagen wir es mal so. Ich sag mal so, außer Frank Langella hat er eigentlich kaum eine Stärke. Ja, er hat also kaum Stärken, sagen wir es mal so. Aber auch wenn man da eben solche Erinnerungen mit hat, ich finde ja eben, was humoristisch zu verarbeiten oder sich auch dann eben liebevoll darüber lustig zu machen, das ist nichts Böses, sondern im Gegenteil, ich liebe es heute darüber zu lachen, wie geil ich das damals fand und eben auch darüber, wie ernst man bestimmte Sachen genommen hat, die man heute ganz anders sieht. Und das ist für mich eine Art von Aufarbeiten und auch eine Art von Feiern, weil ich kann mich andererseits jetzt nicht wirklich hinsetzen und da kann, egal wie viel Mühe ich mir gebe, ich werde nicht nochmal die gleiche Begeisterung empfinden, wie ich sie mit 11 oder 12 Jahren empfunden habe. Da kann ich mir noch so viel Mühe geben. Aber wenn ich das heute sehe, denke ich die ganze Zeit, oh Gott, das ist doch nicht und das ist doch nicht echt und wie doof ist er. Oder ich denke, du bist zu amerikanisiert. Ja, wahrscheinlich. Das ist nicht realistisch, ist der falsche Anspruch. Du musst sagen, ja, das ist nicht realistisch. Hurra, 100 Punkte. Aber ich kenne dieses Problem tatsächlich. Mir wird deswegen auch oft vorgeworfen, dass die Audiokommentare, die ich mache, dass die manchmal zu respektlos sind. Weil man natürlich, wenn man über 100 Minuten über einen Film redet, dann auch manchmal an Stellen kommt, wo man sagt, oh Gott, der Reißverschluss. Und auf der DVD, die du jetzt noch mal geguckt hast von Frankensteins Monsterjagen, Godzillas Sohn, da hat die Firma, die den rausgebracht hat, Anolis, die haben sich damals, um eine besonders schöne Abtastung zu haben, extra eine 35mm-Kopie aus Japan kommen lassen. Und der ist so, so offen abgetastet, also ohne Kasch und so, dass man sogar, wenn Godzilla die Gottesanbeterin so immer mit dem Judo-Wurf so auf die Erde wirft, da sieht man oben die Deckenbeleuchtung in der Studiohalle. Das ist super. Also, wenn ihr diese tolle Blechbüchsenversion habt, da weisen wir im Audiokommentar auch hin. Und da gab's wirklich auch böse Kritik, dass ich mich darüber lustig machen soll. Aber das ist doch das Schöne daran, dass man jetzt zum Beispiel genau wie wir jetzt hier halt, ne? Mhm. Du nimmst es mit, du nimmst es auf und das ist doch wieder nur ein weiterer Fakt, den du halt irgendwo mal unter Gleichgesinnten irgendwie droppen kannst, den du halt einfach irgendwie den erzählen kannst oder dann freut man sich doch gemeinsam drüber, wenn man genau dieses Wissen auf einmal hat, so, ja, ey, geil, ach stimmt, cool, wusste ich ja noch nicht, oder ja, ey, ach krass. Bitte? Man darf doch auch darüber lachen gemeinsam. Also man darf doch auch über sie, man muss sich doch nicht immer so ernst nehmen und man muss ja auch nicht immer behaupten, dass alles eben ganz toll war, nur weil man es mal früher toll fand. Und man kann es ja auch trotzdem weiter toll finden, auch wenn man merkt, es war gar nicht so toll. Das hat ja damit nichts zu tun. Das ist ja deine Emotion, das ist ja dein Gefühl und ich lasse mir die Filme ja auch nicht schlecht nehmen. Ich weiß, wie begeistert ich war. Und ich weiß, was die bei mir ausgelöst haben. Und ich weiß trotzdem, dass ich sie heute eben, wie gesagt, nicht mehr so gucke. Aber ich versuche so diesen Spaß von früher und diese Emotionen dann wieder zu erwecken. Aber ich kann ja mich nicht so hinsetzen und so tun, als wäre es wirklich so, wie ich es damals gesehen habe. Das ist sowas, was bei uns auch immer vielleicht ein bisschen schwierig war, dass man immer Lachen mit Auslachen missverstanden hat. Das mit Häme zu tun hat, sondern ich finde, Lachen ist was Schönes und ist was Angenehmes. Und wenn man gemeinsam über etwas lacht, heißt es nicht, dass man es boshaft auslacht. Also das ist so, was immer der Sinn bei Schläferz war und was man immer uns dann viele manchmal vorgeworfen haben oder nicht verstehen. Nein, also es gibt Filme, die finden wir auch furchtbar, klar. Also Lass jucken, Kumpel, als ich den gucken musste, da hatte ich keinen Spaß dran. Der war so furchtbar, da leide ich heute noch drunter. Aber ist das nicht auch ein sozialkritischer Film über das Arbeitermilieu? Eigentlich? Ja, ja. Also, ja.
um Bumsen und Saufen, mehr ist da nicht. Und das muss man auch sagen. Und da kannst du noch so viel Sozialkritik versuchen reinzustecken, außer zu sagen, die Erde ist furchtbar, hoffentlich kommt Godzilla und haut sie alle platt. Weil es hat sowieso keinen Sinn mehr. Da wünschst du dir, dass Godzilla in Gelsenkirchen einmarschiert und einfach alles kaputt tritt, weil das hat sowieso keinen Sinn. Aber das sind so Filme, die sind schlimm. Aber die anderen, die schönsten sind die, wo wir irgendwie auch ein positives Gefühl zu entwickeln können. Also wo wir auch sagen können, wir mögen den auch, wir lieben den auch, wir lachen zwar drüber, aber der hat eben auch Herz und du siehst, die wollten was machen und sind dran gescheitert oder sie haben es halt so gut gemacht, wie sie gerade konnten oder wie auch immer. Und das macht dann richtig Spaß und sowas ist, das ist cool. Und so sehe ich auch die Godzilla-Filme heute und habe deswegen einen anderen, aber eben genauso großen Spaß wie früher. Ja. Also ich hatte so ein Aha-Erlebnis mal, als ich eben auch in Vorbereitung für mein Buch und so einfach die Filme mal im Original sehen wollte, in ungekürzten Versionen und so, dass ich die Sachen in Japanisch gucken musste. Und da vergeht einem natürlich vieles Lachen, weil diese deutsche Tonspur, die sehr oft sehr, sehr platt und banal ist, die sind toll, die Synchro-Sachen, aber sie sind ähnlich weg, wie bei Terence Hill und Bud Spencer damals, die haben immer noch eine Schippe draufgelegt, ne? Mhm. Und wenn man diese Filme im japanischen Original guckt, wenn man Glück hat mit irgendwelchen Untertiteln, die man entziffern kann, dann haben die ein völlig anderes Flair nochmal. Das ist also wirklich nicht zu unterschätzen. Sollte man sich, wenn man heute Blu-rays und DVDs hat, ist das ja kein Ding mehr. Früher auf Super 8 gab es nur die deutsche Hauruck-Simpro, aber diese Originalfassungen, die haben es schon in sich. Also man guckt eigentlich einen völlig anderen Film nochmal. Und man kommt ja heutzutage auch viel leichter dran. Ja. Also wenn ich überlege, bei welchen Chiffren wir früher bestellen mussten, um dann irgendwie mal eine VHS-Kassette nach 3 Monaten geliefert zu bekommen. Ja, ja. So, ja. Das war ja zu meiner Zeit sogar ja schon so oder immer noch so. Und jetzt heutzutage Amazon, irgendwelche Börsen, irgendwelche bestimmten speziellen Anbieterseiten, ja, wie Rote Erdbeere oder was weiß ich. Man kann in Japan direkt die Godzilla-Sachen bestellen. Ja. Man muss nicht mehr warten, bis sich jemand erbarmt und in Deutschland rausbringt und verhunzt. Ne? Ja. Ihr lieben Freunde, ich muss leider hier an dieser Stelle mal langsam zu einem Ende kommen. Ja, ich könnte jetzt noch echt problemlos mit euch gerne weiter schwadronieren. Wir sind länger als Godzilla vs. Kong. Ja, fast. Aber ich bin nicht da, sonst könnten wir uns jetzt noch einen auf die Glocke geben. Dann könnten wir jetzt den Kampf nachspielen. Deswegen hoffe ich ja, dass wir uns bald demnächst von Angesicht zu Angesicht mal hier begrüßen dürfen. Habt ihr noch irgendwas? Was steht bei dir als nächstes an, Jörg? Was ist jetzt dein nächstes großes Ding, was vielleicht rauskommt? Womit willst du gerade noch an den Start gehen? Hast du irgendwas, was du mitgeben kannst noch? Also passend zum Thema ist jetzt wirklich, dass ich in den letzten Zügen von Japan, die Monsterinsel, die erweiterte Neuauflage bin, wird im Oktober 21 rauskommen. Und ich sichte gerade diese besagte Godzilla Singular Point Serie dafür und versuche, die zu verstehen. Weil ich muss ja was drüber schreiben. Ja, ich bin gespannt. Kannst uns ja gerne mal auf dem Laufen halten. Und bei dir, Olli, steht jetzt auch noch irgendwas Großartiges an, ne? Ja, Großes an. Also erstens mal kommt die nächste Schläfertstaffel Ende August. Da ist auch ein wunderbarer Monsterfilm dabei, auf den ich jetzt für alle Monsterfreunde hinweisen möchte. Nämlich Angriff der Riesenkralle, ein Klassiker aus den 50ern. The Giant Claw. Ja, das ist ja Wahnsinn. Den Truthahn. Wunderbar. Und jetzt aber vor allem steht an, am 10. Juli machen wir eine ganz große Schläferts-Online-Live-Party, weil wir haben den 100. Schläferts mit 3 Engel auf der Todesinsel damals in Berlin im Tempodrom gefeiert mit 2.500 Fans und haben live die Folge gespielt mit Gästen und Musik und so weiter. Das können wir leider im Moment ja nicht, weil eben solche Großveranstaltungen noch nicht erlaubt sind. Deswegen haben wir da gesagt, wir machen ein Online-Event. Und das heißt, wir machen live, wir drehen live im Studio die Folge, haben Überraschungsgäste dabei. Christian Steifen, Helmut Zerlett und so weiter sind dabei und noch viele, die ich nicht nennen darf. Und machen dort live die Folge und man kann nicht nur streamen, sondern man kann, wenn man möchte, auch online live dabei sein und sich selber abfilmen. Also das heißt, die Leute können ihr Zimmer dekorieren, was sie bei Schläferts ja eben ganz viel machen, Kostüme anziehen, Cocktails machen und wir zeigen den wahnsinnigen Blaxploitation-Klassiker Disco Godfather mit Rudy Ray Moore, wer Dolly My Name mit Murphy gesehen hat auf Netflix oder sonst ist das eine Empfehlung, den sich vorher anzuschauen, weil dann sieht man den Film mit ganz anderen Augen und das ist wirklich ein Action-Disco Exorzismus-Klassiker, also da ist alles drin, Drogen, Tanzen, Prügeln,
Teufel. Sex, Gewalt, wahnsinnig geiler Partyfilm. Und den kann man online mit uns feiern. Tickets gibt es überall, wo muss man nur gucken, wo bei Eventen und so weiter, wo man die findet. Und es wird eine richtige große Live-Show. Also so nah und so gut, wie man das momentan halt machen kann. Nächstes Jahr hoffentlich ja wieder, dass wir uns alle begegnen dürfen, aber jetzt momentan nur online und das wird eine Riesenfeier. Schläferz 125, der 125. ist das, den wir da feiern. Ja, da werde ich doch mal live dabei, mal reinschauen. Möchte ich jedem empfehlen. Also es wird ein geiler Partyabend. Geil. Mit einem wunderschönen Scheißfilm. Also ich muss mal sagen, alle Filme, in denen das Wort Disco vorkommt, sind sehenswert, oder? Ja, auf jeden Fall. Mir fällt jetzt keiner ein, wo ich das Gegenteil behaupten kann. Ja. Und hier sind so geile Disco-Outfits, also das kann ich mir nur versprechen. Ne? Also bitte schaut da schon mal in den Trailer und schneidert euch selber was zusammen für zu Hause. Gibt es Plateauschuhe mit Fischen drin? Nein, das haben wir nicht. Nein, aber wir haben Rollschuh-Disco in Unterwäsche und sowas alles. Aber okay. Sonst leider nicht. Die Plateauschuhe, das ist natürlich geil. Das haben wir leider nicht. Aber nochmal, um nochmal kurz auf das zurückzukommen. Freunde, ist es nicht schön, wir haben das alle als kleine Kinder kennengelernt und haben diese Echse irgendwo in unser Herz geschlossen. Und jetzt sitzen wir 20, 30, 40, ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber all diese Jahre später dann doch hier. Guck mal, ich merke gerade hier, welches Monster hier noch gerade gekommen ist. Ein Yeti! Ein Yeti! Chewie, bist du's? Ja, und wir sitzen nach all dieser Zeit hier und dürfen trotzdem immer noch darüber reden. Und trotzdem uns noch irgendwie darüber auslassen, trotzdem noch Spaß damit haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das sehr schön. Ein Privileg, sagt man. Ich hätte mir, als ich damals mit 11 im Kino saß, ja, nie träumen lassen, dass ich da nochmal 40 Jahre später wirklich dann nochmal da sitze und darüber reden kann oder dass man sowas halbwegs beruflich oder ne, dann sogar gar noch irgendwie macht und davon erzählt und Leute damit nochmal versucht zu begeistern. Das hätte ich mir natürlich niemals träumen lassen. Das finde ich geil. Was kann man Schöneres machen? Eben. Also, wir haben da schon ziemliches Glück, finde ich. Und ich kann noch hinzufügen, ich hätte es mir niemals träumen lassen, dass ich mit dem Mann, der mal Nekromantik gemacht hat und der Mann, der Karl Koves Mattscheibe irgendwie mal so berühmt gemacht hat, dass ich mit den beiden dann hier wirklich in einer Sendung sitze und dann ja über eben diese Echse rede, die mich auch so begeistert hat. Ja, also, so viele Kinderträume werden wahr heute. Ja, das ist nur ein es ist wirklich Tag. Die Folge der Kinderträume. Vor allem Kinderträume mit Nekromantik. Ja, ja. Damals mit 8. Ja. Ihr Lieben, ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um uns ja hier mal kurz über diesen Gott in Echsenform auszulassen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, vielen, vielen Dank für eure Leidenschaft, vielen, vielen Dank für das Wissen, das ihr mitgebracht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns so schnell es geht in dem einen oder anderen Spezial, in dem einen oder anderen Format wieder. Und ich hoffe da draußen, ihr werdet Spaß haben mit Kong oder Godzilla vs. Kong und dann auch mit allen anderen Variationen, die man sich zu diesen beiden anschauen kann. Und ansonsten auch viel Spaß hier noch mit dem Spezial. Ich hoffe, ihr hattet ihn genauso sehr wie wir. Und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, bei irgendeiner anderen Spezialfolge. Ich glaube, ich werde jetzt Olli verhaften. Olli, hättest du Lust, an einem Bud Spencer und Terence Hill Special mitzumachen? Ja, aber natürlich. Ja? Melde ich mich an. Ja, bin ich dabei. Ja. Alles klar. Ich weiß nicht, wie es um deine Kenntnis da steht. Ich meine, das wird natürlich dann wieder ein harter Talk. Aber da haben wir zwei oder mehr Stunden Zeit. Also da könnt ihr frei reden. Ja, dann kann ich euch auch ein bisschen mehr reden lassen. Ja, aber da können wir auch noch mal drüber reden. Ne? Aber bei dir muss ich also, nochmal. Ich hab die Sachen tatsächlich auch gesehen, aber irgendwann habe ich gemerkt, Bruce Lee ist stärker als Terence Hill und Bud Spencer zusammen. Und dann waren sie für mich ab hier. Okay, dann machen wir ein Bruce Lee Special. Aber wir machen auf jeden Fall auch noch mal ein Jörg Butgereit Special, weil da müssen wir, glaube ich, auch noch über einiges reden. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank euch da draußen. Habt ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, eine schöne Woche und viel Spaß mit Godzilla vs. Kong. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.